Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute für euch, ihr habt es schon im Titelbild gesehen, Mystery-Tüten von Depot. Ich war nämlich bei Depot einkaufen gewesen, beziehungsweise ich war eigentlich nur ein bisschen stöbern. Und dann habe ich an der Kasse diese Taschen hier entdeckt. Für 10 Euro konnte man Mystery-Bags dort shoppen und ich habe mir gleich zwei mitgenommen. Ich war so aufgeregt, ich hätte am liebsten schon sofort aufgemacht, aber die sind noch zugetackert. Und ich möchte mit euch gemeinsam hier reingucken, was da so drin ist, ob sich so eine Tasche lohnt. Ich denke mal, dass das in jedem Depot gerade ist, dieser Sale, also diese Taschen. Ich weiß es nicht. Müsst ihr bei euch einfach mal vor Ort gucken. Ja, ich dachte mir, euch interessiert das bestimmt auch, was in diesen Taschen drin ist. Und falls ihr Lust habt, mit mir gemeinsam reinzugucken, bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch gerne meinen Kanal, denn dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr von mir. Ja, genau. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal hier rein. Ich mache mal auf. Also es ist noch oben alles zu. Ich habe zwei Stück, wie gesagt. Okay, ich sehe schon Kunstblumen. Also ich hole mal das erste raus. Oh, das gefällt mir aber. Guck mal, das erste sind solche Blätter, solche getrockneten in Silber. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Könnte ich mir für die Weihnachtsdeko hier im Hintergrund sehr gut vorstellen oder halt eben für Instagram, für Bilder oder so. Sowas kann ich immer gebrauchen. Also ich kaufe gerne bei Depot so gerade so Sachen. 5,99 hätte das normal gekostet. Finde ich gut. So, dann haben wir hier noch weitere künstliche Blumen. Ach, das ist schön. Da freue ich mich echt, weil ich da für die Bilder und so immer gut. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Für Insta folgt mir doch gerne auf Insta. Ich möchte gerne auch mal wieder öfters ein paar Bilder machen, Produktbilder und sowas. Das mache ich eigentlich ganz gern. Mir so ein bisschen was herrichten und dann ja die Produkte, wenn mir jetzt ein Produkt besonders gut gefällt, dann mache ich das ganz gern, dass ich dann ein extra Posting mache. Und das hier sollte kosten 8,99. Schön. Es sind noch mehr Blumen hier drin. Ich glaube, hier sind echt viele Kunstblumen drin. Oh, hier ist einmal hier so stacheliges Zeug, 3,99. Das ist eher so ja, für Weihnachten, würde ich sagen. Aber das kann man auch eigentlich ganz gut gebrauchen. Ist nur ein bisschen zerzauselt, aber ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich muss meine Dekokiste, glaube ich, mal aufräumen. Dann sind so zwei Dinger hier mit dabei. Das kann ich mir aber auch schön vorstellen. Irgendwo dekoriert, 1,99 war das reduziert. Das kann man so dazwischen machen irgendwo. Ja, ist auch so Bast gemacht. Ja, das finde ich jetzt nicht so schön, aber ist okay. Dann ist hier noch drin, ah, guckt mal, hier so ein Trocken... Oh, hier kommt alles rausgekrümelt. Trockenblumen. Gedöns für ein Gesteck oder so, das gefällt mir jetzt farblich. Seht ihr das? Das spiegelt so ein bisschen nicht so gut. Das sieht nicht so schön aus. Das sieht ein bisschen aus wie vom Friedhof abgepflückt. Das ist jetzt nicht so meins. Das krümelt auch ganz schlimm. Und dann ist noch was drin. Hier einmal eingewickelt. Oh, das ist schon was fertig dekoriert. Ich glaube, das ist eine Vase. Oh, wie schön. Guck mal. Da kann man sich aber eine Vase mitmachen. Guck mal, das ist eine Vase. Da freue ich mich aber drüber. Da könnte man sich jetzt hier einen kompletten Strauß mitmachen. Die Sachen unten reinlegen. Doch, ich glaube, das ist ganz cool. Und hier sind auch drei solche, das krümelt auch solche Dinger mit drin. Ja, kostet je 2,99 und die Vase hätte 12,99 gekostet. Die hier so, die hat wie so Kristalle hier einmal drin. Sieht komisch aus, aber die muss ich mal sauber machen. Naja, auf jeden Fall eine Vase. Und ja, diese ganzen Sachen, die in die Vase dann reinkommen. Also das ist, glaube ich, für so einen Herbst-Winter-Strauß ganz cool. Ja, das muss man sich dann selbst zusammenbauen. Und die anderen Sachen mit dem Moos und so weiter kann man ja dann unten rein. Also farblich hat die Tasche mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Aber Gott, für 10 Euro allein die Vase kostet nochmal 12,99. Kannst du nicht meckern. So, Freunde, die nächste Tasche. Die sieht so aus und da kann man oben schon raus erkennen. Hier ist auf jeden Fall einmal ein Geschenkpapier mit drin und irgendwas rot. Rosanes. Einmal ein, oh, das ist aber lang, guck mal, ein ganz langes, pinkes, beziehungsweise roséfarbenes Pampasgras. Das ist aber schön, das kann ich auch gut gebrauchen für Deko. 6,99, das passt gut in mein Wohnzimmer, da werde ich das auf jeden Fall platzieren. Voll cool, das ist schön, das hätte ich mir auch so da gekauft. Dann ist ein Geschenkpapier mit drin, mit so
Also für Kinder eher, mit so Meerjungfrauen und Fischen und so weiter. 4,99, das sind solche Wabenball mit Tassel. Für eine Party, das sind so Party-Dinger. Ich mache nicht so oft Party. Zu mir passt das jetzt nicht so, aber das ist ganz schön, vielleicht für einen Geburtstag oder so. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall kostet das je 4,99 normalerweise, ist aber auch ganz süß. Dann haben wir hier drin auch zwei Holzkerzenständer. Die sehen so aus. Die ist so ein bisschen mit Rosé-Glitzer. Kosten normal 7,99. Passt bei mir jetzt auch nicht so mit dem Holz. Muss ich mal gucken, ob das bei mir reinpasst. Ist aber also trotzdem eigentlich ganz schön. Also ich finde es jetzt nicht hässlich. Vielleicht packe ich euch das mal mit in eine Verlosung rein oder so. Wäre ja auch ganz cool. Und dann ist noch so ein frühlingshaftes Geschenkband mit dabei. Das finde ich sehr gut. Das finde ich richtig gut, weil Geschenkbänder kann man immer gebrauchen. Kostet normal 3,99. Das ist ganz süß gemacht eigentlich. Und hier ist noch mehr. Oh nein, hier ist die gleiche Vase nochmal. Guckt mal. Hier ist nochmal eine Vase. Das ist die gleiche, 12,99. Die werde ich meiner Mama schenken, vermutlich. Also, weil ich brauche ja keine zwei. Ich weiß nicht. Also, das ist zwar eine schöne Vase, aber zwei braucht man nicht. Hätte ich das gewusst, dass die Vase da auch drin ist, hätte ich nicht die beiden Taschen gegriffen. Und dann haben wir zum Schluss noch hier zwei kleine Kerzen drin. Das sind diese, die mache ich gerade mal auf, 4,99. So, ne? Die passen dann hier rein. Also die eine zumindest, die passt ganz gut rein und die andere ist ein bisschen schief, aber die passt auch hier rein. Mal gucken, vielleicht werde ich das auch irgendwo im Flur, unten im Hausflur oder so dekorieren können. Vielleicht auch die Vase, die andere, mal gucken, vielleicht kann man das auch da irgendwo hinstellen. Ja, ist ein bisschen ernüchternd. Also das Einzige, was mir hier sehr, sehr gut gefällt, ist die, also doch, es ist okay. Also ich sage, für 10 Euro allein die Vase, doch, man kann nicht meckern. Es ist halt eine Mystery Box, man weiß nicht, was man drin hat. Es trifft nicht immer jeden Geschmack, aber ich finde, mit den Sachen kann man doch ganz gut eigentlich was anfangen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Inhalt jetzt fandet aus den Taschen. Also ich muss sagen, ich fand es jetzt echt schön und also hat Spaß gemacht, das jetzt auszupacken. Sagen wir mal so, ich könnte jetzt auch noch eine auspacken, so von rein Interesse halber. Das Ding hier finde ich sehr schön. Das kommt bei mir ins Wohnzimmer, das passt farblich bei mir gut mit rein. Jetzt würde ich mich auch schon verabschieden. Das Video war relativ kurz gewesen. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne, wie euch der Inhalt gefallen hat. Ich freue mich auf eure Kommentare. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert doch gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und für mehr Content folgt mir doch gerne auf Instagram. Da habe ich immer ein paar Reels für euch und auch in der Story nehme ich euch gerne im Alltag so ein bisschen mit und ja, genau, da könnt ihr mir auch Nachrichten schreiben und so weiter. Jetzt sage ich ciao und bis zum nächsten Mal, eure Nicole.